Und damit hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr seht schon im Titel eingeblendet, es gibt einen neuen Snapshot und zwar für die 1.15. Der ist schon am Donnerstag, glaube ich, rausgekommen. Ich bin vielleicht ein bisschen spät, ja okay. Vielleicht habt ihr das aber trotzdem noch nicht gesehen und seid jetzt deswegen genauso geflasht wie ich, als ich das erfahren habe. Ja, und zwar seht ihr es im Hintergrund, es wurden Bienen hinzugefügt. Die sehen so aus. Wir gucken das gleich später nochmal genauer an. Dann gibt's Bienennester und Bienenstöcke, also hier einmal Bienennest und einmal Beehive. Dann gibt's Honig und Honig in der Flasche. Und das wäre eigentlich das Ganze, was hier hinzugefügt wurde. Also. So, Bienen sind von Natur aus mal neutral. Also wenn ich in den Survival gehe, dann greifen die mich nicht an. Es sei denn, ich greife die an. So. Da seht ihr, die bekommt rote Augen. Und alle Bienen im Umkreis auch. Und dann werden sie aggressiv und irgendwann mal stechen sie mich. Ich werde vergiftet und sie, also, und die Bienen verlieren den Stachel. Und nach 60 Sekunden sterben dann die Bienen, weil sie halt keinen Stachel mehr haben. Das ist wie im echten Leben ja auch. Und ja, wir können das hier dann bald mal sehen vielleicht. Nach einer Minute, wie gesagt, stirbt die Biene und die droppt auch dann nichts. So, jetzt hole ich mir nochmal schnell das Spawner. So. Und ihr seht, ich habe hier schon mal ein Nest platziert. Dazu kommen wir aber dann gleich später. Erstmal sehen wir hier Bienen. Mögen Blumen. Es gibt auch Babybienen. Die sind einfach gleich, aber ein bisschen kleiner. Und ich kann jetzt mal hier ein paar Bienen setzen. Und ihr seht, die holt sich jetzt hier den Nektar von der Blume. Und früher oder später ändert sich die Textur der Biene, wenn sie dann den Nektar von der Blume geholt hat. Und dann fliegt sie zu einem Nest. Ihr seht jetzt, die tropft auch ein bisschen dann. Und wenn jetzt unterwegs noch irgendwo ein Feld wäre, dann würde die auch ähnliche Funktionen wie Knochenmehl haben. Ich setze jetzt mal hier ein paar Nester, dass die Bienen da hingehen. So, jetzt habt ihr es gerade gehört und auch gesehen. Die Biene ist jetzt in ein Nest gegangen. Und wenn wir mal hier bei F3, seht ihr hier Honey Level. Und wenn genug Bienen in das Nest gegangen sind, dann steigt das. Und wenn das Level auf 5 ist, dann könnt ihr da mit einer Flasche rechts klicken. Und dann bekommt ihr diese Honigflasche. Ich guck mal, da müsste glaube ich auch noch was dazu stehen. Genau. Man kann das in Zucker zurück, also man kann daraus Zucker craften. Einfach die Flasche und da kriegt ihr 3 Zucker und natürlich die leere Glasflasche. Und dann habt ihr Zucker oder ihr könnt das Ganze natürlich trinken. Und was dann passiert, steht hier im Artikel tatsächlich nicht. Findet ihr aber sicher noch heraus. So, dann gibt's ebenfalls Honeycomb. Und das bekommt ihr, wenn ihr mit einer Schere, also mit Shears, auf ein volles Nest, auf ein volles Bienennest rechts klickt. Und daraus können wir dann selber gemachte Bienennester craften.
Und zwar ist das ganz einfach. Dazu brauchen wir 6 Planks. Und in die Mitte kommt Honeycomb. Und dann haben wir hier ein Bienennest, was wir selber gebaut haben. Das funktioniert genau gleich wie das hier. Und wenn die voll sind, ändert sich auch die Textur. Und ich kann das gleich mal machen. Einen Moment. So, jetzt seht ihr das hier. Das wäre das Bienennest, wenn es voll ist. Dann tropft da einfach so der Honig raus. Und das wäre das selbstgemachte, also von Menschen gemachte Bienennest. Und da tropft dann so der Honig raus. Jetzt können wir mit einem Rechtsklick drauf den Honig rausbekommen. Und ihr seht, die Bienen werden aggressiv. Das ist jetzt natürlich nicht gut. Und zwar könnt ihr, damit die Bienen nicht aggressiv werden, einfach ein Lagerfeuer unter das Bienennest platzieren. Weil der Rauch dann die Bienen freundlich stimmt. So. Und wenn ich mir jetzt nochmal eine Glasflasche hole, wenn ich sie finde. So. Und ich dann den Honig rausnehme, dann seht ihr, die Bienen haben da kein Problem mit. Dasselbe auch, wenn ich das Nest abbaue, dann werden die Bienen auch aggressiv. Aber mit dem Rauch vom Lagerfeuer könnt ihr die dann zähmen sozusagen. Wenn ihr jetzt auch mit Blumen, also mit Blumen könnt ihr Bienen paaren. Wenn wir jetzt mal 2 Bienen finden, oder wir machen so. Zack. Und wenn ihr Blumen in der Hand hält, dann folgen euch die Bienen auch. Also wenn ihr eine Biene als Haustier haben wollt, feel free. Dann gibt's noch was anderes, was jetzt nicht mehr mit den Bienen zu tun hat. Nämlich kann ein Dispenser jetzt Wasserflaschen füllen. Also wenn wir hier eine leere Flasche reinmachen, zack, dann seht ihr, füllt der die Flasche auf. Ihr könnt auch mit einem Dispenser und einer leeren Flasche den Honig aus dem Bienennest rausholen. Die Bienennester könnt ihr natürlich drehen, wie ihr wollt. Die anderen auch. Die hier. So. Ich finde die tatsächlich ein bisschen schöner. Weiß auch nicht. Ja. Gut. Das wär's im Groben und Ganzen für diesen Snapshot. Ich gucke jetzt nochmal, ob hier noch was geschrieben ist. Ja, es gibt halt ein paar Bugfixes, aber das ist ja immer so. Und sonst... Ja, wenn ihr die Bienennester abbauen wollt, dann braucht ihr Silk Touch. Sonst gehen die Nester kaputt. Dann. Wenn Bienen in ein Nest gehen, dann bleiben die da drin und teilen Position von Blumen. Und Bienennester spawnen natürlich in Blumenwäldern, Plains und Sunflower Plains, also Sonnenblumen Plains. Und das wär's für diesen Snapshot. Ja, kam auf jeden Fall unerwartet, Leute. Was meint ihr? Ich würde sagen, das war's von diesem Video. Wenn es gefallen hat, lasst ein Like und oder falls ihr es getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!